Da sind wir auch direkt wieder zurück bei der unglaublichen Action von Bloodworth. Beim letzten Mal habe ich insgesamt einen bösartigen Stein zur Rechenschaft gezogen, denn er hat das, keine Ahnung, das ganz herum. Mittlerweile sind wir wieder auf der Suche. Auf der Suche nach weiteren Dämonen, die wir erledigen können. Dennoch. Aua. Den habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Nein. Denn. Nach wie vor. Nach wie vor besteht Yakimaru immer noch zu größten Teilen aus Körperteilen. Aus keinen Körperteilen. Übrigens, ich wollte die nicht ändern. Fällt mir gerade so ein. Ich mag den Ballerschlag nicht. Sieht zwar ganz eindrucksvoll aus, aber. Okay. Na, ich hatte jetzt wirklich schon den Horror vor Augen, dass ich da von der Kante habe. Oh nein. Na. Ja, ich sage zu wenig. Es tut mir leid. Aber dann wurde ich unterbrochen. Daher diese Gedenkminute hier. Nein, eigentlich wollte ich dieses Drachen. Das ist also irgendein Gras relativ sehr schnibbeln. Fehler machen würde, damit ich wieder mein kleines Bündchen bekomme. 16 dürfte eigentlich reichen dafür. Oh, das kann ich nicht. Aber ich bin zu gut. Gucken wir uns erstmal den Ort des Verbrechens mit Drachenbrut an. Bestimmt ist hier irgendwo was. Bestimmt ist hier irgendwo was. Und das ist der Kanicke? Ah nein, das sind diese Imps. Nicht diese Imps. Oh Gott. Oh Gott, ich hab Leute. Nee, die Pets mach ich sogar nicht. So, kommt jetzt ein Endkampf, weil ich alle Hits getötet habe oder so ein Scheiß. Oh mein Gott. Und das war noch in dieser scheiß Pumpe, ey. Hey, den kennen wir doch irgendwo her. Hi. Wie hieß er letztes Mal? Homunculus, das war's. Er hieß Homunculus. Und das ist der zweite Homunculus. Ja. Na, dann muss ich drauf. Ich hab mein. Boah. Das kommt jetzt leicht irgendwo überhaupt nicht, tut mir leid. Aua. Ach komm schon, wenn dein Kopf doch schon unten ist, dann kann ich doch wohl angreifen. Das ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst. Warum bist du so weit dahin? Muss durch die Mocke. Muss weiter durch die Mocke. Ich hasse dich, du blöder Albtraum. Du schießt mich immer durch die Gegend. Ja, egal. Das hat Schaden gemacht. Ach
Das war doch so leicht absehbar. Gott, bleib irgendwo, damit ich den Rest geben kann. Das ist ausreichend. Geht doch. Diese elende Mocke. Bah! Ach, sehr schön. Was bekommen wir wieder? Wir bekommen unser Kleinhirn zurück. Oh, Tatsache, er hat kein Hirn. Das Kleinhirn gibt Impulse, Bewegungen zu ändern und steuert die Haltung, verstärkt die Agilität. Angriffskraft plus 1, Geschwindigkeit plus 9, Glück plus 8. Sehr schön. So, lasse ich mir das doch gefallen. Aha. Kann ich da noch weiter? Scheinbar. Wenn ich diese ekelhafte Mocke wäre. Warum ist hier überhaupt Mocke? Warum? Kann mir das meiner sagen. Aber naja, wie ich gerade sehe, können wir auch wieder mehr von Yukais Medizin mitnehmen. Das heißt, also sprich, ein zweites Leben haben. Sprich, das werden wir natürlich tun. So, Gotcha! Sagst du mir jetzt hier irgendwie something's not right hier an diesem Ding? Something's not right. Dachte ich mir. Ich habe auch so ziemlich das Gefühl, ich kann damit nichts erreichen hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Das heißt, wir müssen später an diesen Ort wiederkommen, denn ich denke mal, hier wird der letzte Dämmer sein. Somit haben wir Kapitel 2 soweit auch erstmal aus dem Weg geräumt. Wir werden uns jetzt also in Kapitel 3 begeben. Aber seht mal, wir haben schon 20 Körperteile. 20. Also es geht wirklich voran. Ich denke mal so 60 Videos maximal, dann sollte ich mit diesem Spiel durch sein. Das schaffen wir noch in einer Nacht. Naja, nicht mehr. Der Berg. Gucken wir uns da mal um. Gucken wir uns mal im Berg um. Ich meine, kann ja nicht schaden, ne? Nicht wahr? Ich meine, Berg. Berg ist toll. Gucken wir uns im Berg um. Oh yeah. Im Berg. Boah, da verschluck ich mich doch. Hey, direkt im Tempel ist ein Dämon. Hey! Irgendwie so ein typischer Dämonort. Ja, mit Tempeln irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Die sind nie so heilig wie die blaue Mark. Blauer Dämon. Belohnung, tot. Nein! Ja, da ist das Licht. Ach, best of. Ja, ich hab dich auch lieb, Krähe. Wo bist du? Ah, da bist du. Ich habe schon gedacht, du hast mich allein gelassen. Das wäre nicht gut. Wow. Hammer. Hammer, Freundchen, Hammer. Zack. Meine Schwerter leveln sich aber auch nicht mehr auf. Ah. Ich bin allein gelassen, bevor mein Schwert hat. Ja, toll, gib mir. Gib. Was haben wir denn da so gefunden jetzt? Gar nichts. Entweder das oder wir haben eins doppelt. Aber ich weiß nicht, woran man das erkennen kann, also. Egal. Gut, da unten rechts, wo Dämonen gekennzeichnet sind, sind Dämonen. Okay. Ich verstehe den Sinn davon zwar nicht, aber da hinten sollten irgendwo Dämonen sein. Und zwar auch ein Oberdämon. Ein großer Dämon. Ein süßes kleines Dämon. Oh. What the fuck? Ist das Mios Grab? Oh mein Gott, das ist Mios Grab und das ist der Fettdämon. Oh mein Gott.
Gott! Dass es den auch noch gibt. Na, stimmt eigentlich. Man hat ihn nie getötet, ne? Klaffende Leere. Ah, das hab ich kommen sehen. Ah, das ist aber nichts Neues für den. Kann das sein? Ach nö. Mano. Uncool. Jetzt führe ich extra hier einen Freundenhand für dich auf und du bist grenzt weg. Ja. Also zu dem Kampf sage ich jetzt mal gar nichts. Ist ja langweilig hier. Nicht, dass die klaffende Leere irgendwie stark war ganz am Anfang, aber selbst mit. The fuck? Ja, wow, jetzt gibt's also diese Bomben von da da. Das macht dich jetzt nicht viel stärker. Aua. Das war das Ding. Aber warum packt ihr doch immer eure besten Techniken erst dann aus, wenn ihr tot seid? Kommt selten auf schön. Scheiße. Oh, jetzt kommt schon. Das tut dir nicht weh. Was auch immer so. Und diesmal bleibt tot. Mensch, 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 Mensch. Hooray, der Dünndarm. Setzt Nahrungsverdauung fort. Mit Magen- und Speiseröhre erhöht Stoffwechsel und Maximal HP. Angriffskraft plus 1, Maximal HP plus 42 und was war das? Stoffwechsel plus 12. Oh yeah. Irgendwie hat trotzdem Magen besser zu ihm gepasst. Oder Lippen. Aber irgendwie eher Magen. Ich weiß auch nicht. Ich war ja nicht dafür verantwortlich. Arme Mühe. Jetzt sogar ihr Grab noch von einem Dämon heimgesucht, ist doch irgendwie traurig. Ja, mir ist klar, dass sie nichts mehr ist. Ich habe gerade den Dämon getötet, aber danke, dass du mich darauf hinweist. Danke, Nolo, sehr gut. Dann sind wohl Dämonen außerhalb dieser Mauer erschienen. Oh nein, was sollst du? Ich weiß, ich hab's. Ich hab eine gute Idee. Ich töte sie. Ja, ich war jetzt aber schlecht, aber trotzdem. Ich wollte es einmal sagen. Das ist nein, so. Nein, nein, Kobolde. Nein, nö. Ich hasse Kobolde. Ich sehe auch keinen Grund, gegen euch zu kämpfen. Also, Fazit. Ja gut, hier, sag mal so, die hängen hier mit dem Boden im Bunde, also mussten sie jetzt mal sterben. Mal nebenbei seine Waffe aufpowern ist niemals verfehlt. Was haben wir hier? Ja, das Dorf des Magistrats, hier ist er nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter. Nebenbei muss ich uns gleich den Part unterbrechen. Aber das soll uns jetzt keinen abhängen. Wir werden jetzt weitermachen. Papi. Oder vorneweg sagen wir mal essen. Besonders in diesem Kapitel, wo niemand essen konnte, außer der Monstrat. Danke. Hier ist auch nichts oder so. Oh. Aber wie ihr gesehen habt, die Dämonen sind immer gut gekämpft, also sollte man sie eigentlich finden. Man muss nur herausfinden, was man tun muss, um sie zu beschwören. Das heißt, wir werden uns im nächsten Part weiter in Kapitel 3 umsehen. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen.